Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wunderbar. So, 22 Uhr, alles ist gut. Wir haben hier Sachen. Moment. So, die machen wir morgen in der Früh. Traitor Joe. So, also. Wir gehen es jetzt an, das Thema, mit dem Gebiet suchen. Ich möchte gerne in die Richtung weiter. So, bedeutet, wir gehen einmal zu Fuß hin. Unterwegs werden wir Bäume fällen. Warum? Weil es geht und weil es notwendig ist. Wobei, sollte man mit dem Moped fahren? Mit dem Moped fahren, mit dem Moped fahren. Ja, wir haben jetzt... Ist wieder eine Nachtfolge, aber wir haben ja gesagt, Nachtfolgen machen wir auch. Ich höre rechts irgendeinen Zombie oder irgendwas. Super. Irgendwas höre ich von dort. So, egal. Wir holen uns mal Sachen und gehen diese Straße nach rechts rüber Richtung Osten mal. Und dann schauen wir, wo uns der Weg hinführt. Ich bräuchte für die spätere Base einen ja, viel Platz. Die Frage ist natürlich, Moment, ich zeig's gleich auf der Map, ob wir das nicht trotzdem hier bauen und einfach nach oben gehen, beziehungsweise in den Keller. Was ja auch eine Möglichkeit ist. Jetzt höre ich es nicht mehr. So. Und zwar, der Platz ist zwar groß, aber reicht uns der? Das ist halt die Frage. So, deswegen gehen wir in die Richtung mal weiter. Jetzt dachte ich, es hängt alles. Oh mein Gott. Ja, da keucht sie die Gute, da keucht sie die Gute. Ja, wenn da ein Auto schon rumsteht. Können wir hier mal reinschauen. Super. Ich habe mir gedacht, was ist das rote Gebäude da? So, sehr gut. Das kenne ich auch nicht mit dem. Dem Haar. Wir schauen einfach mal. Au! Was ich aber schon die Befürchtung habe, ist, dass es auf YouTube einfach zu dunkel ist. Die vorige Nachtfolge ging zwar, also ging ist gut, das hat zwar gepasst, aber es war schon sehr düster, es war schon sehr, sehr düster. So, deswegen denke ich mir, vielleicht machen wir einfach einen Zeitraffer rein.
So, meine Lieben, schön langsam wird es wieder heller. Wir nehmen die Schatzkarte, damit fangen wir an. An diejenigen, liebe Grüße, Jennifer. So, in welche Richtung? Die Richtung. Kurz mal auf die Map sehen. Also, Richtung Norden. Hier. Gut, so weit ist es gar nicht weg. Dann mal los, meine Freunde. Treibstoff haben wir noch genug drin. So, wenn die Sonne aufgeht, werden wir wohl dort sein. Na, ich bin gespannt. Oh, ich freue mich so. Wir haben das Minimoped. So, wieder eine Nacht umgebracht. Ja, viel spannender wurde es nicht. Oh, die Allee. Oh, wie cool. So, na wirklich wichtig, essentielle Dinge haben wir noch nicht getan. Wir werden auch die erste Horde-Nacht ganz gut hinter uns bringen. Das wird super. Den hätte ich echt gern. Ui! Hatte ich den nicht geladen? Immer vorher überprüfen, ob die Waffen geladen sind. So. Wir brauchen das Fleisch, wir brauchen das Fleisch. So. Auch Knie hat auch weh getan. So, Moment. Wir sehen gleich nach. Also. Hier, was haben wir denn? Hier, was haben wir denn? Eine Schürfwunde. Oh. So, Heilungsgeschwindigkeit, erste Hilfe oder Verband erhöht die Heilungsgeschwindigkeit. Gut, wir haben keinen. Oh, 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 oh. Wow. Ah, meine Freunde, hier. Jetzt. Oh, der kommt wieder. Der kommt wieder. So, das nehmen wir jetzt mal. Haben Sie Hunde bei Nacht gesehen? So, ist einigermaßen ja von Vorteil, das ganze Fleisch. Ja, aber es war ziemlich kritisch. So. Im Moped haben wir Gott sei Dank eine Schiene mit. Das ist super. Also, super war der Kampf jetzt nicht so besonders. Vor allem, ich habe ihn eröffnet. Ohne eine Schusswaffe. Das ist unklug gegen Wölfchen. So, da liegt noch einer. Ja, er hat seinen Kopf verloren. So, gleich haben wir es. Jetzt machen wir den hier. Ich kann das nicht verwenden. Ich kann es einfach nicht verwenden. So. Haben wir einen anderen irgendwo hingepackt? Nö. Oh ja. Wieso kann ich das nicht verwenden? Ich hab doch. Moment. Moment. So. Verstauchtes Bein. Verdammt. Ja, irgendwie ist Whitehead ziemlich beschädigt. So, auf den Schock. Nein, schade. So, gut. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns kurz was zu trinken und fahren dann einfach weiter. Oh, 100 Fleisch, 100 Fleisch. Also was das betrifft, hat sich der Kampf ausgezahlt. So, wir fahren mal weiter. Am Pommel vorbei. Wenn ich hier unterwegs so ein richtig großes, flaches Gelände sehe, wo ich mir denke, oh, oh, da könnten wir eine Base bauen. Wäre auch noch okay. Was ist denn das da?
Oder ist was? Straße, Wasser. So. So, wir beginnen einmal nach dem Schatz zu graben. Verschürftes Bein, verschürftes. So, dann schauen wir da mal rein. Oh, ich freue mich so, dass wir so richtig viel Fleisch bekommen haben von den Wölfchen. Das war schon gut. So. Und jetzt schauen wir mal, bis wir den Schatz gefunden haben. So. Ja, ich nehme an, es wird nicht so ewig lang dauern. Und wir werden schon relativ zentral graben. Werden wir sehen. Werden wir sehen, wie weit wir kommen. Also wie weit wir graben müssen, bis wir den Schatz finden. Oh, ich will da nicht reinhüppen. So, naja, graben wir mal da weiter. So, die Erde ist auch ganz gut wegen Cobblestone. Du näherst dich dem Schatz. Ich denke mal hier. Ja. So. Außerdem muss ich dann nach Stumpen suchen, weil ich brauche Honig. 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 So. Hier? Nö. Hier? Nö. Und ich brauche bessere Werkzeuge. Das definitiv. Ich brauche bessere Werkzeuge. So. Da gab es irgendwo, und jetzt habe ich vergessen, wo der war, so in einem Working Stiff-Laden. Den müssen wir uns dann auch noch ansehen. Aber zuerst mal zum Trader gehen. Und die Quest abgeben. Die gestrige. So. Du näherst dich dem Schatz. Das ist ein Vorteil. Ich hätte ihn gerne schon ausgegraben. Ich habe ein verstauchtes Bein. Ich bin total aufgeschürft. Und vergiftet. Und du kommst daher und möchtest mit mir reden. Ich habe keine Zeit für dich, mein Freund. So. Völlig daneben gegraben. Aber völlig. Na gut, graben wir mal da. Oh, einfach mal da, in die Erde. Einfach nein. So, nö. Schauen wir mal. Sehr gut. Zumindest kriegen wir Erde dabei. Also... Es ist, wie verhext jetzt gerade. So, pass auf die Richtung. Aber dann kann man da das Teil noch weg. Es kann nicht ewig dauern. Ich hätte gerne, dass der Kreis sich noch mehr verringert. Geht das? Oh, den können wir mitnehmen. Wieder nicht runter. Aber ich muss. So, dann schauen wir mal da. Gar nicht so unpraktisch, nämlich wegen der Erde, die wir kriegen. Hätten wir eine bessere Schaufel, wäre es natürlich besser. Aber immerhin, wir kriegen Erde. Jetzt müsste aber bald der Schatz da sein, oder? Ja, du gräbst aber auch in die falsche Richtung. Nö, oder? Glaube ich gar nicht.
Der Gegenstand ist kaputt. Okay. So. Okay, da sehen wir schon. Also die Verstauchung ist auch gleich vorbei. Welch Vorteil? Welch großer Vorteil? So. Sag mal, wo ist dieser Schatz? Du bist durstig. Ich könnte mir jetzt schnell noch... Ach komm, wir holen uns was zu trinken. Wo ist denn mein Moped jetzt? Da. Extra in Fluchtrichtung ausgelegt. So, ich bin durstig. Komm, wir trinken gleich ein zweites auch. Hier. Super. Du näherst dich dem Schatz. Ah, wie schön. Aber wo ist er denn? Ist er tiefer? Kann ich zu hoch? So, ich lege mal hier frei. Ah, ich wollte... Wenn ich jetzt hier einen Verband anwende, ich kann das zurzeit nicht anwenden, was war denn da? So, Schürfwunde. Maximale Heilungsgeschwindigkeit. Erste Hilfeverbände oder Aloe-Creme. Okay. Haben wir zu Hause. Schauen wir uns dann an. Ohne kann man ja auch zu Hause. Und Antibiotika haben wir auch zu Hause. Also so schlimm ist das alles nicht. So. Da möchte ich mir trotzdem noch den Aufgang freigraben. Nicht, dass die alle runter hüppen, weil dort geht es im Moment nicht so gut. Und dann kommen alle Zombies zu uns und wollen mit uns reden, verhandeln sozusagen. So. Ja, schauen wir mal und dann sehen wir schon. Eigentlich müsste er genau da sein. Riesenloch in die Landschaft gegraben. Ich glaube, ich habe nur 3 Dietriche mit. Ich hoffe echt, das wird jetzt was. Ich glaube allgemein, ich habe nur noch 3 Dietriche, oder? Ja. So. Super. Was für eine Freude. Ach ja, gut. Hilft ja alles nichts. Ja, verdammt. Ja, gehört auch dazu. Kann man jetzt sagen, oh mein Gott, was hat er getan? Ja, das kann passieren. So, wir brauchen Dietrich, wir brauchen... Was brauche ich, habe ich gesagt? Honig. Honig oder Antibiotika. Honig oder gleich Antibiotika. Aloe-Creme. Das wär's. Aloe-Creme, die gute Aloe-Creme. Ah, da ist die Feuerwehr... Da ist auch ein schönes, großes Gebiet, eben da vorne, direkt vor uns. Oh, ich glaube, das würde uns gefallen. For the base. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wenn wir schon da sind, also Dietrich fehlt uns. Ups. Und wir können gleich die Quest abgeben. Ist ja auch super. So, haben wir da Dietrich? Hallo Dietrich. Sag mal, Dietrich. Schade. Der große Kuh. Schlösser knacken. Aloe Creme, das war's. So, dann kommt das da rein. So, wo ist der Honig?
Honig, Honig, Honig. Oh mein Gott. Hier Honig. So, 4,2 Infektion heilen 5. Super. So, ich glaube auch. Wir können das ausschalten. So, da haben wir dabei effektive Verdauung. Und hier haben wir dabei Durchfall heilen. So. Das stecken wir hier ein. Ja, wir könnten natürlich ins Moped das packen, das Zeug. So. Ich lege den Tee da rein. Ich lege den Tee da rein. Die kommen dazu. Schmerzmittel am Mann. Ja, wie wäre es, wenn ich auch noch Aloe-Creme mitnehme und Honig und. Ja, eigentlich. Könnte ich auch einfach nur so einen nehmen. So. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ja, schnell wegräumen auch gleich. Nö. Verdammt, wir haben natürlich jetzt keine. Wir haben keine Dietriche mehr. Wir können jetzt mit den Dietrichen. Ich schaue noch in die anderen Kistchen, aber da oben glaube ich, nö, da war nichts. Und da. Nö, super Sachen. Nö. So, dann habe ich das, das, das. Und dann gehen wir mal zum Tröder. So, hi Jane. Don't spend it. Hello, traveler. What's ailing you? Ja, dann nehme ich halt die. So, darf ich dein Inventar sehen? Und zwar, Dietrich. So, ich kaufe die mal. Da, magst du das haben? Ja, toll, nimm. Kannst du das alles nehmen. Thank you so much. Ja, gerne. Gerne. So, verändern. Ich könnte natürlich das, bis wir eine ordentliche Axt finden, da reinlegen. So. Boah, der macht Lärm wie ein großer. So. Hier Antibiotika. So, dann würde ich sagen. Habe ich die jetzt sinnloserweise? Ich glaube, ich habe die einfach sinnloserweise genommen. Kommen wir mit einem? Ich kaufe noch einen. Immerhin geht es um den Schatz. Es geht um den Schatz. So, kann ich dein Inventar sehen? Und zwar wollte ich haben einen Dietrich. Ja, ich kaufe einen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Natürlich. So. Ich fühle mich leicht betrogen von der Dame. Gut. Wie wieder? Ja, wo kommt ihr denn her, alle? So. Ich würde auch gerne nochmal die auftragen. So. Nehmen wir noch eine mit? Nein. So, da haben wir das. Hier das Zeug für den Trader, da legen wir das Geld dazu. Wir haben dreimal Dietrich. Das ist sehr gut. Die Farben lassen wir alle dabei. Ich würde jetzt gerne nochmal zum Schatz fahren. Haben wir hier alles dabei? Ja, mehr will ich gar nicht mitnehmen. Nö, mehr interessiert mich da nicht. Nein. So, Moment, der Schatz ist in Richtung Norden. Hi. Hast du Aufgaben? Und zwar Richtung Norden. Okay. Be careful and try not to get yourself killed. Nein, mach ich nicht. Also, ich probier's. Du hast schon recht, ich probier das. So, Stufe abholen. Oh, cool, wir sind wieder unterwegs. Ah, die Folgenlänge. Oh mein Gott, die Folgenlänge. So, wir fahren aber trotzdem noch zum Schatz. Öffnen den Schatz.
Dann holen wir uns die Vorräte. Es wird auch gut. Oder wer Sand? Nicht unpraktisch. Nicht unpraktisch. So. Ja, wir sind ja gleich wieder da. Sehr gut. So. Ich hoffe, es hat niemand gehört. Das gibt gut Fleisch. Das gibt gut Fleisch. Wie der Hinterfuß noch so. Oh, es träumt nur. Es träumt. Und jetzt ist es weg. Es hat nur geträumt. So. Die Richtung. Das Moped liegt ganz weit weg. Das ist besonders klug jetzt. So, wo ist der Abgang? Hier ist der Abgang. Ach komm, jetzt muss ich von vorne wieder anfangen. So, ich denke mal... Das war's zum Thema, Schatz. Oh mein Gott, wie versagt. Zumindest haben wir das Loch vorgegraben. Ist auch ein Vorteil. So, meine Lieben, wir sehen uns dann wieder. Ich steig mal ab. Ist gemütlicher. Wir sehen uns dann wieder. Ich würde sagen, die Nacht haben wir gut hinter uns gebracht. Nächste Folge machen wir den Abholquest. Bis dann. Tschüss.